Herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf tödlichste Obsession. Mit mir von New Gamblers als Hobby und wir stehen hier kurz vor einem Herausforderungsgrab. Wir machen das jetzt einfach mal. Einfach mal zur Abwechslung nach den ganzen Gesuche. Es wird euch ja sonst auch ein bisschen langweilig. Dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Was haben wir denn hier? Krankheit und Tod, ein Bericht über eine Seuche. Wir verlassen die Stadt bei Tagesanbruch, was gut ist, da in ihr eine schreckliche Krankheit wütet. Tote und Sterbende säumen die Wege und verstopfen die Flüsse. Viele sagen, das sei eine Strafe der Götter. Tagebuch von Adelantado Perez. Muss ich da oben hin? Kann ich da hoch? Nee. Blöd, wenn man nicht sieht, wo man lang kann. Nein. Da vielleicht hoch? Yep. Oh, eine Karte. Sehr schön. Okay, hier zumindest nichts Neues. Das ist super. Nur hier, aber da waren wir auch noch nicht. Da liegt noch ein Brief. Sehr viel Räucherwerk. 24. November 1603. Ich begleitete Andres Lopez und eine Gruppe aus 12 Soldaten und 2 Molossern durch den Dschungel. Da die Wegbeschreibung, die Trinity von den Jesuiten erhalten hatte, ausgezeichnet war, fanden wir die verborgene Stadt ohne größere Probleme. Die Bewohner der Stadt waren zunächst misstrauisch, ließen sich durch unsere Geschenke aber davon überzeugen, uns einzulassen. Sie ahnen nichts von unseren wahren Absichten. Während wir die Oberhäupter der Stadt ablenken, hat Lopez mit der Suche nach dem Artefakt begonnen. Ah ja, ja. Okay, es war schon seit 1603 sind die hier dabei gewesen. Ein Schwalbensprung. Was ist da auf der anderen Seite? Gut, wir gehen hier erstmal weiter. Wie kommen wir dann, denke ich mal, hier wieder raus? Was gibt's denn hier? Ist das der Eingang zum Herausforderungsgrab oder war das da gegenüber? Nee, ich denke, hier geht's lang. Unbekanntes Gebiet, Herausforderungsgrab. Und schon wieder schwingen. Jawohl. Nein! Und da sind wir schon gestorben. Ach ja. Diese Kletteraktion. Immer wieder super. Und hier wird so langsam dunkel, habe ich das Gefühl. Okay. Das hatten wir noch nicht. Okay. Eine Eklipse. Nee, hatten wir vorher auch nicht. Hashtagger vom Kult von Kukulkan gelobt sein Leben mit dem von Yutu, einer Nachfahrin der Maya, zu verbinden. Da er selbst keine Familie hat, wird Ichtaka so lange bei Yutus Eltern leben, bis sie sich ein eigenes Heim aufgebaut haben. Yutu gelobt, ihr Leben mit dem von Ichtaka zu verbinden. Sie wird ihm viele Kinder schenken, die sie im Einklang mit den Bräuchen ihrer beider Völker erziehen werden. Okay.
Nee, das hatten wir ja vorhin auch noch nicht. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu lesen. Nächste Watt, bevor wir da jetzt dann rübergehen, sammle ich hier das Ganze jetzt erst nochmal ein. Mach schon mal den Weg frei. Was sage ich dazu immer? Reifeisenbanken. Hier machen den Weg frei. So, das machen wir schon mal und dann springen wir hier nochmal runter und speichern unten. Sehr schön. 3 von 4. So, damit hätten wir das Ganze nämlich dann auch direkt gespeichert. Sehr schön. Was ist das überhaupt? Nichts. Trotzdem, ja, ist ja gut. Trotzdem frage ich mich, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Okay, Showtime. Los geht's mit Geklettern. Oh, man kann hier runter. Scheint einem aber nicht so wirklich was zu bringen. Aber hier ist auch nichts. Schade. Komisch, dass man dann da runtergehen kann. Oh. Wieso hat die losgelassen? Ich habe doch nicht mal auf Loslassen gedrückt. Meine Güte. Da in die Ecke oder was? Oh mein Gott. Ihr seid echt nicht mehr normal. Ihr wollt die Spieler doch ärgern, oder? Das muss der Tempel sein, den ich vom Fluss aus gesehen habe. Mhm. Wieso, welcher Tempel ist das denn, den man vom Fluss aus gesehen hat? Hier müsste irgendwo ein Wandgemälde sein. Aber ich sehe keinen. Hm. Ich dachte schon, ich muss den Haken werfen, ey. Komme ich ja wieder raus? Was haben wir denn hier? Die Legende der Affenzwillinge. Die Maya-Zwillinge Hun Batz und Hun Xuan waren die älteren Halbbrüder der deutlich berühmteren Heldenzwillinge. Vom Neid auf ihre Geschwister zerfressen, betrogen die Affenzwillinge in Fußballspielen und verdarben sie durch ihre aggressiven Taktiken. Um sich an ihnen zu rächen, lockten die Heldenzwillinge sie auf einen Baum. Einen Baum, der immer weiter wuchs, weshalb Hun Batz und Hun Xuan auf ihm gefangen waren. Die Heldenzwillinge überredeten sie daraufhin, ihre Gürtel zu benutzen, um hinunterzuklettern. Doch das war nur eine weitere List.
Die Gürtel verwandelten sich in Schwänze und die älteren Zwillinge wurden zu Affen. Okay. Manchmal fragt man sich wirklich, was sie so geraucht haben, dass sie auf solche Geschichten kommen. Guck mal, hier geht's hoch. Wieder als täglich. Da ist schon eine hell erleuchteten Kammer. Drehe Spiegel 1 nach links. Folge dem Lichtstrahl zu Spiegel 2. Richte Spiegel 2 quer durch die Kammer aus. Kehre zu Spiegel 1 zurück. Das sind offenbar irgendwelche Anweisungen. Allerdings kann ich den Rest nicht entziffern. Brauchen wir bestimmt. Okay, dann gehen wir wohl hier hoch. Da war ja eben gerade alles zu. Tempel der Sonne. Neues Basislager entdeckt. Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier. Erzählst du was? Nö. Okay. Der Tempel ist echt cool. Der hat meine Freundin logischerweise auch schon. Der gefällt mir den. Der war schön zum Nachdenken. Also zum Überlegen, wie man das am besten macht. Viermal Schwarzpulver. Hier haben wir ein bisschen Fett. Schwarz. Was war das? Gibt's hier Geister? Bisschen Stoff. Hier liegt noch viel mehr Stoff, aber das kann ich nicht mitnehmen. Okay, einfach runterspringen wäre jetzt wohl zu tief. So, hier auf der anderen Seite waren wir gerade, genau. Oh, Gold. Oh, hier gibt's auch viel Gold. Was haben wir hier? Das ist schon wieder Maya, oder? Hey, 100%, Darsteller eines Rituals. Nur die Würdigen können Qinichao anrufen. Benutzt dieses Licht, um die Schatten aus unseren Herzen und der Stadt selbst zu vertreiben. Okay. Monolith freigeschaltet. Alte Dialekte verbessert. Kann jetzt fortgeschrittene Ma'am-Monolithen lesen. Oder übersetzen, wie auch immer. Sehr schön. Okay. Hier müssen Verehrungsrituale für die Sonne stattfinden. Okay. So, was haben die uns gesagt? Erstmal Schwarzpulver nehmen, das wurde uns gesagt. Ist hier auch noch was? Nö, ne? Nö. Spiegel 1. Sieht man anhand dieser Striche hier, dass das Spiegel 1 ist. Das ist da Spiegel 2, das hat zwei Striche. Spiegel 3 und Spiegel 4 ist da hinten. Sollen wir also zu Spiegel Dings 2 drehen? Also in diese Richtung. Schön. Ich bin geliefert, wenn ich ins Wasser falle. Dann sollten wir das auf jeden Fall vermeiden. Hm.
Du musst mal viel hin und her laufen und rätseln, das war cool. Dummerweise weiß ich ja jetzt Bescheid, wie es funktioniert. Eine Richtung. Voll echt cool gemacht. Und ich wusste gar nicht, dass es hier auch noch einen Spiegel gibt. Mein Freund hat mich gefragt, was passiert, ob man nicht bestimmt auch hier die drei grünen Kristalle in der Mitte bestrahlen müsste. Und ich habe gerade gesehen, wenn das Teil auf und ab geht, je nachdem, ob ein Kristall trifft oder nicht, dreht sich der Spiegel hier auch und strahlt ganz woanders hin. Jetzt sehe ich hier ganz am Ende ist auch noch ein grüner. Moment, ich zeige es auch gleich ein bisschen besser. Hier ganz am Ende ist auch nochmal so ein grüner Kristall. Was passiert, wenn der bestrahlt wird? Um dahin zu kommen, muss man da nicht hinstrahlen. Aber gibt es dann noch so ein extra Plus? Müsste ich. Ich habe einer Freundin gesagt, nö, das müsste man nicht machen. Aber das ist mir eben gerade aufgefallen. Tut mir jetzt von meiner Freundin leid, weil da müsste sie nämlich nochmal hierher gehen. Ja, das ist das da. So, ja, da muss ich dann gleich nochmal hinleuchten. Das ist so cool gemacht. Für manche könnte es nervig sein, dass man ständig hin und her rennen müssen darf, aber ich finde es einfach nur cool. Die einzige Frage, die ich mich hier selber nur stelle, wie kommt zu das, der grüne Stein dazu, die Sachen so zu bewegen, nur weil sie bestrahlt werden? Ich bin echt mal gespannt, was noch so für Rätsel kommen. Das ist echt cool. So. Das Licht strahlt es doch gerade an, oder?
strahlt es das jetzt nicht gerade selbst an? Strahlt da dran und strahlt da dann durch. Keine Ahnung. So, wir können da jetzt hin. Oh. Fähigkeitspunkt verfügbar. Was haben wir denn da? Ein Dasein von Chuck. Chuck war für die Maya ein extrem wichtiger Gott. Er lehrte sie die Geheimnisse des Ackerbaus und wachte über das Wachstum und die Ernte der Pflanzen. Ihm waren im Allgemeinen sämtliche Formen der Fruchtbarkeit zugeordnet. Er war außerdem für den Wind, für Blitze und für Regen verantwortlich, der aus seinen Tränen entstand, sowie für den Erhalt von Quellen, Brunnen, Flüssen, Zenotten und anderen Wasserquellen. Genau wie all diese Dinge galt er auch als wohlwollend und fürsorglich, aber auch als unberechenbar. Äußerlich wurde Chuck als Reptil mit wild verknotetem Haar dargestellt und die ihm zugeordneten Farben waren weiß, rot, gelb und schwarz, die für Norden, Osten, Süden und Westen standen. Okay. Wie sollte man sich das denn alles merken früher? Das Licht ist da nicht mehr ganz so intensiv, oder? Ich weiß nicht. Wir testen es gleich mal aus. Das Wasser sieht irgendwie komisch aus. Wie so ein Ölfilm obendrauf oder sowas. So, was haben wir denn hier? Ich brauche jetzt einen Weg hier raus. Hunger des Hoazin erhöht die Menge an natürlichen Herstellungsressourcen, die sie aus jeder Quelle erhalten. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich mit dem Ding... Ich glaube, das muss ja angestrahlt bleiben, weil mit dem hinteren Spiel kann ich das da nicht anstrahlen. Weil das muss da ja durchleuchten, so gesehen. Also müssen wir den so lassen. Mit den anderen drei muss ich das hier anleuchten. Ich will das jetzt echt mal austesten, ob das was bringt oder nicht. So, bevor ich das hier anleuchte, jetzt muss ich erstmal darüber, um... Ich weiß, wir sind ja schon über der Zeit, aber ich will das jetzt noch machen. Nein! Dass ich da jetzt nochmal sterbe, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Oh mein Gott. Das heißt, ich darf das jetzt alles noch einmal machen. Das werde ich allerdings nicht aufnehmen, das heißt... Ich bin zur rechten Zeit angekommen. Die Kultisten waren gerade noch hier.
Das heißt, ich werde das jetzt alles zwar normal machen, aber nicht aufnehmen. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns am nächsten Teil, wenn ich dann wieder dabei bin, das in der Mitte machen zu wollen. Bis dahin also. Viel Spaß. Das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Man merkt, das ist nervig, wenn man stirbt. Und ja, ich bin von der Gambless als Hobby. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben da. Wenn ihr neu seid, herzlich willkommen und abonniert mich doch bitte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, beziehungsweise beim anderen Let's Play von mir. Und bis dahin wünsche ich euch auch viel Spaß mit den anderen Let's Plays von mir und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.